Velkolepá bitva těch největších tvrďáků o pozici německé jedničky. Terminátor versus King Kong neboli Stefan Pitz, několikanásobný šampion polotěžké a těžké váhy a proti němu Martin Zavada, vůbec nejzkušenější borec na německé scéně. V Frankfurt wird eine heftige Schlacht stattfinden, also das wird schon ein heftiger Kampf. Wir siegen und wir werden wieder die Nummer 1 in Deutschland sein. Ich werde am 4.6. zeigen, dass ich das stärkste Halbschwergewicht in Deutschland bin. Der auf 100 kommt daher, weil Stefan eine absolute Maschine ist. Er ist eine Maschine. Kdo vyskočí na vrchol žebříčku polotěžké váhy a kdo padne před domácím publikem? Oktagon konečně přichází do Německa. Mein Vater hat uns aber immer beraten, sozusagen, dass man auf keinen Fall Profisportler werden sollte, weil diese Verletzungsgefahr. Mein erster Berührungspunkt mit Kampfsport war tatsächlich Judo. Habe ich mit 4 Jahren angefangen. Ich bin im Alter von 18, bin ich wieder mit Kampfsport in Berührung gekommen, habe Kickboxen trainiert. Dann kam irgendwann jemand auf mich zu, das war mein damaliger Trainer. Er meinte, hast du Lust, einen MMA-Kampf zu machen? Und habe halt angefangen, eigentlich jeden Tag Kampfsport abends zu trainieren. Und ja, das war dann so meine absolute Passion. Stefan's Talent is his physical talent, is a gift from the Creator. His talent is physical and his mental and his heart, the will to fight. He doesn't want to get back up. He bleeds, he cuts or whatever, he don't want to give up. That's one of his gifts. Obrovské zkušenosti a velká řada úspěchů. To je definice Terminátora, což potvrzuje i famózních 12 titulů šampiona a pozice německé jedničky v polotěžké váze, ve které také po svém návratu ze světa zpátky do Německa získal titul šampiona. Und ich hatte im letzten Jahr im September meinen ersten Kampf bei Octagon. Es war ein Titelkampf gegen Viktor Pesta. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich bei Viktor aufpassen muss. Er hat eine gute Erfahrung gehabt, viel Erfahrung. Er hat in der UFC gekämpft. Beldrem Rohu, za Německo, Stefan, T-800, Pitz! Dobrá zadní. Viktor rozjíždí boxing. Ich habe zu sehr mich darauf versteift, nur mit den Low-Kicks zu arbeiten. Ich wusste natürlich, ich musste Schippe drauflegen und das Tempo erhöhen, was auch meine Ecke mir geraten hatte. Se protočil dobře. Und er hat einen sehr guten Ellbogen gelandet und hat diesen Cut hier oben geöffnet bei mir auf der Nase. Mein Ecke hat gesagt, du musst Druck machen, du musst ihn müde machen, du musst ihn werfen, wenn du kannst. Und du musst schauen, dass er konditionell komplett einbricht. Dann kannst du den Kampf auf jeden Fall gewinnen. Doktor se tam dívá ještě na Stefana Pitze. A je konec. Doktor zastavil tenhle ten zápas, protože ten nos je prasknutý až na kost a ta kost jde vidět. Tohle to je prostě smutný. Frár chce zápasit. Nevím, je mi ho líto, no. In my opinion, without seeing the cut, I could easily continue.
Premiéra bohužel pro Terminátora nevyšla vůbec podle představ. Ale házet Flintu do žita rozhodně nemá v povaze. Bin jemand, der sich immer weiterentwickeln möchte und dieser Einklang, den ich in der Natur verbringe und mit den Hunden, gibt mir eine Menge Energie. Wir haben uns entschieden, natürlich auf einer Farm zu leben, weil wir Platz brauchen mit den Hunden und natürlich auch Platz brauchen, um uns selbst zu verwirklichen. V cestě kariérou mu pomáhá i jeho láska Lea, se kterou se stará o smečku 4 psů. Hier machen wir unser Hundefutter selber. Gestern haben wir einen großen Reis-Gemüse-Eintopf mit Bio-Rindfleisch für die Hunde gemacht. Stefan bekommt natürlich auch Essen. Wird auch immer viel gekocht. Also mir gefällt es natürlich am liebsten, wenn ich gar nichts machen muss und Lea alles kocht, weil bei Lea schmeckt es besser. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, zu 95% ist das meine Aufgabe. Lea ist für mich mein bester Freund. Wir verbringen extrem viel Zeit miteinander, wir teilen viele Hobbys. Ich fahre gerne Motorrad. Das ist meine letzte Rennmaschine. Eigentlich wollte ich alle Rennmaschinen verkaufen, bin mit Motorrädern aufgewachsen und ja, das gehört halt zu meinem täglichen Alltag. Ich liebe diesen technischen Aspekt an Motorrädern. Stefan Pitz přijal roli trenéra v projektu Octagon Výzva, kde se jeho tým postavil družstvu Martina Zavady. Ja, der Kampf gegen Martin Zavada war bereits im Vorfeld geplant gewesen. Dann kam die Idee auf, dass er im Laufe sozusagen mit der Octagon Challenge als Finale Trainer gegen Trainer. Und du hast dein Setup, du musst auch nicht direkt shooten. Arm, ab, Level Challenge, Hand. Du möchtest die Challenges gewinnen, du möchtest, dass deine Kämpfer, die du trainierst, gewinnen. Ja, die Erfahrung war auf jeden Fall was ganz was Neues. Ich habe so ein Format, vorher war ich noch nie Teil davon. A tam také vznikl zápas proti Martinu Zavadovi, který se uskuteční 4.6. Volný čas rád tráví doma u monitorů, kde si vytvořil svoje království. Das hier ist meine Streaming-Ecke. Hier reagiere ich zum Beispiel auf Kämpfe, also bevorzugt auf Kämpfe. Ich schaue mir natürlich auch andere Sachen an, Vlogs von anderen Kämpfern. Das ist der Kampf Thiago Silva gegen Martin Zavada. Den Kampf habe ich mir natürlich auch im Laufe der Vorbereitung angeschaut. Denn er ist ein sehr gutes Beispiel, wie man nicht gegen Martin kämpfen sollte. He's known for those heavy hands and incredible durability. This man is granite. Letzter Kampf, an dem ich richtig gut gekämpft habe, gegen Thiago Silva. Top 5 früher UFC, einer der besten, härtesten Kämpfer. Nervous start for Thiago Silva because Zavada is like a panzer tank. He'll keep coming forward. Ich war klarer Underdog da. Uppercut to the left. Oh, and he goes down big. This is the finish Zavada's looking for. This really is survival for Thiago Silva. Hätte vielleicht hinterhergehen können, finishen. Hab's nicht gemacht, hab den über die Runden nicht verprügelt, aber sehr stark. Oh, the big right eye is on the down. And look at that, Zavada comes to finish it. And your winner is Martin Tito. Ja, Kampf war gut. Da habe ich echt super gekämpft. Auf den Kampf bin ich auch sehr stolz. Ich bin mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen, meine Eltern. Aus Polen. Dabei habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Dann habe ich Handball gespielt. Ich war jetzt nie der Typ, der mich auf den Straßen geprügelt hat. Und gab es immer Probleme. Und mein Vater hat mir immer gesagt, Junge, wenn du mit Problemen Polizei nach Hause kommst, dann wirst du immer sehen. Großer Respekt vor meinem Vater. Dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, wie komme ich denn von sowas, dass ich nicht auf der Straße so Streitigkeiten rankommen, wie komme ich am besten so raus? Ja, ich fange jetzt Kampfsport an, dann wissen die Leute, ich mache ein bisschen Kampfsport. Martin ist 1999 zu mir in die Sportschule gekommen. Er war ganz normal, jugendlich, pummelig, mit Pickel im Gesicht. Und Tempo, 1, 2. Und dann hat der junge Mann 12 Jahre am Stück trainiert. Von Anfänger bis
Profi ist er geworden und beste Kämpfer von Deutschland geworden. Er war 10 Jahre Nummer 1. Linke gerade. Ich habe viele Kämpfe gewonnen, viele durch K.O., auch im Ring, auch im Käfig. Ich habe aktuell noch 5 Titel in der Organisation. Ich bin Europameister gewesen im WFCA-Verband, den größten damals Verband im Kickbox. Nach 12 Jahren kam dann die Trennung. Ich wollte, dass er UFC-Kämpfer wird, Vollprofi. Aber er hat gesagt, ich will arbeiten, Bus fahren. Ich mag sehr das Busfahren. Ich habe immer Autofahren gemocht und wo ich hier angefangen habe als Busfahrer, ich habe es sehr gemocht. Busfahren ist meine Leidenschaft und egal wie hoch ich komme, immer Bus, ich will immer von Herzen Busfahrer sein. Das ist der Chef. Das ist mein Boss. Hallo. Hi. Kenne ich den Martin als King Kong Zawada. Ich habe seine Fights in YouTube gesehen. Wenn du Europameister bist, hast du nur Freunde. Dann hast du keine Feinde. Alle so, oh ja, kein Problem. Klar, wir sind alle King Kong Zawada Fans. Wenn viele Leute zu sehen. Ja, ich großer weiß. Kampf. Ja, sehr, sehr wenn gut. Die Nummer 1 aus der Korn. Ja, wenn die Nummer 1 ist. Genau. Und nicht nur jetzt, sondern das ist die Nummer 1 aller Zeiten. Wie gesagt, ich war lange Nummer 1 und danach, seitdem ich Nummer 1, dann habe ich an den abgegeben. Nur der Sport war damals nicht so bekannt. Aber Arbeit ist gut, weißt du? Die Jungs sind stolz. Aber ich bin immer ich geblieben. Ja? Ich bin hier nicht irgendwer, ich zeige nicht irgendwie, ich bin Kämpfer. Ich bin normaler Mensch, ich bin Martin Zawada vom Beruf. Ich trenne das immer Arbeit, Privatleben und Kampfsport. Ja? Und so bin ich einfach. Ich bin seit 2 Jahren Vater, ich habe eine Tochter. Ich verbringe viel Zeit mit der Tochter. Nach der Arbeit viel Zeit. Vom Training auch, wenn ich im Training. Ich gehe auch ab und zu mit meiner Tochter Judo, Kinder Judo. Ja, ich glaube, in meiner Box. Ja, ich packe ja Box. Box, 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 Box. Es ist ein schönes Gefühl, Vater zu sein. Es ist nicht einfach, aber es ist ein tolles Gefühl. Und ich bin motiviert für sie, diesen Sieg zu holen. Při vstupu show Octagon Výzva do Německa byl Martin Zawada jasnou volbou pro roli trenéra jednoho z týmů. Z role hlavního trenéra se opět vrací do pozice zápasníka a aktuálně se připravuje na největší zápas své kariéry. Diese Vorbereitung von den letzten paar Jahren, wo ich mich vorbereitet habe, unterscheidet sich sehr stark. Power, 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 komm schon! Wir werden versuchen, wie immer, ich werde versuchen, Stefan Pütz auszuknipsen. Wie andere Gegner, ich werde versuchen, den K.O. zu schlagen. Martin ist, wie gesagt, Legende. Er hat auch sehr große Fights schon gekämpft. Natürlich auch ganz tolle Eigenschaften. Natürlich, der ist oldschool. Er hat Dampf in den Fäusten, also wenn der trifft, dann da wächst kein Gras. Ich gehe über meine Grenzen, ich merke das. Und ich merke, der alte King Kong kommt wieder. Hat extrem viel Erfahrung, er praktiziert diesen Sport extrem lange. Ich weiß aber, dass wenn ich meinen Gameplan, werde ich diesen Kampf zu 100% gewinnen. Alles um Training und den mentalen Aspekt, dass ich in diesen Cage reingehe, um zu terminieren. Wir haben mit 2 Leuten, die überall auf der Welt gekämpft haben, die alles gesehen haben. Dieses Matchup ist gigantisch. Brutal. Co je v sázce, je jasné. Střet Terminátora s King Kongem rozhodne, kdo získá pomyslný titul šerifa celého Německa. Das ist der größte Kampf im Leichtschwergewicht hier in Deutschland aller Zeiten.
Wir waren immer die Nummer 1 und wir werden auch die Nummer 1 bleiben. Ich werde gewinnen, weil ich das stärkste Halbschwergewicht in Deutschland bin. Wenn er ihn gut trifft, ein paar Dinger sitzen, dann fällt Stefan Pütz auch.